Hallo und herzlich willkommen mit Nathalie vom Zen Garden Team Paraguay in einem neuen Video der Woche. Ja, heute drehen wir Montag, weil es gestern einfach geregnet hat. Ich gebe euch dazu dann noch ein zweites Video, wo ich euch zeige, wie es hier bei Regen aussieht. Nichtsdestotrotz, willkommen bei unserem Bautagebuch-Video. So, schaut mal, die Wand hier, die Mauer, wurde inzwischen strukturiert und gestrichen. Das ist also die Farbe, die wir haben und die wir auch komplett für die ganze Wand im Außenbereich zur Straße hin nutzen werden. Da vorne fehlt es noch, natürlich. So, und jetzt gehen wir rein. Schaut mal hier. Das ist also eine Masse, die aufgetragen wird und dann wird wie mit so einer Bürste drüber gegangen und das ist eben diese Strukturierung. Und wenn die dann gestrichen ist, finden wir das einfach auch eine sehr schöne Geschichte. Wie man schön sieht, hier ist auch schon alles gestrichen innen drin in unserem Weinrot mit der Bordüre oben. Und auch auf dieser Seite zu unserer Holzhütte hin. Das bedeutet für mich, ich kann jetzt anfangen, diesen kleinen Abhang hier zu bepflanzen und zu begrünen. So, was ihr hier seht, sind die Abmessungen für die weiteren Zimmer vom Hausmeisterhäuschen und von der Rezeption und dem Empfang. Und gleich gehen wir auch noch in das Holzhaus hinein, um zu schauen, was sich da noch verändert hat. So, wie ihr sehen könnt, die ganzen Nägel, die hier rausstanden, die sind inzwischen weg oder reingehauen. Das sieht also ganz gut aus. Da oben ist dicht gemacht. Und diese Wand ist weiß gestrichen, da fehlt noch ein Anstrich, aber grundsätzlich wird sie weiß. Und hier die Wand ist auch, ich gehe näher ran, strukturiert, denn das ist ja für uns eine Hausaußenwand. So, gehen wir weiter. So, und was ihr hier seht, ist für uns was ganz Besonderes. Es geht nämlich los mit den zwei ersten Häusern. Wir arbeiten uns ja von einer Grundstücksseite zur anderen. Und letzte Woche wurde angefangen eben mit den Häusern, die hier sind. Die Abmessungen seht ihr ungefähr hier mit dem Faden. Das ist also dann für eine Doppelhaushälfte circa. Und ich gehe da jetzt mal kurz rein und dann schauen wir uns das in der Nähe an. So, hier sieht man die Auswirkungen von einem tropischen Regen. Es hat nämlich überall die Erde ein bisschen runtergehauen. Hier ist ein Loch, in dem kommt dann später quasi Stützpfeiler kommen da rein. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Hier das Gleiche, aber wie gesagt, ihr seht, der tropische Regen hat die Erde ein bisschen rechts und links runtergehauen. Hier haben wir noch einen. So. Und da hinten nochmal. Ihr seht, das ist dann doch schon eine ganz schön große Fläche. Und wir freuen uns, dass es jetzt auch mit den Häusern, dass wir schon so weit sind, dass es hier regelmäßig weitergeht. Das ist für uns wirklich ein zweiter Startschuss sozusagen. Und ich hoffe, für euch ist es genauso interessant zu sehen, wie jetzt die Häuser auch entstehen. Und übrigens, was ich euch zeigen wollte noch, das sehen wir da hinten. Seht ihr diese Blüten? Ich mache es gleich etwas größer. Hier, das sind Kanas. Und aus denen wird die ganze Pflanzenkläranlage bestehen. Also die werden wir natürlich, die sind hier wild gewachsen, die werden wir rüber transferieren. Und wir werden natürlich noch viele andere neue dazu tun. Aber das ist einfach wunderschön. Ja, nächste Woche geht's weiter. Lasst es euch gut gehen, bleibt neugierig und wir sehen uns. Und übrigens, denkt daran, wenn es euch gefallen hat, gebt uns hier unter dem Video einen Daumen hoch. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, am besten auch den Kanal abonnieren. Tschüss!